guten Tag zusammen. Willkommen hier im Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Zusammen mit dem Kollegen Müller-Hergel findet heute wieder das Haustheater statt. Thema des heutigen Haustheaters ist Fortbildung, Weiterbildung. Was macht Fortbildung und Weiterbildung mit denen, die sie bekommen? Wem nutzt es überhaupt etwas? Betitelt haben wir das heutige Haustheater mit der, etwas steilen Hypothese: Fortbildung ist in Wirklichkeit unethisch. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie werden von Ihrem Arbeitgeber zu einer Fortbildung, zum Beispiel im Bereich der Ernährung von Menschen mit Demenz, geschickt. Das heißt, dort lernen Sie unter Umständen besser, wie Sie auf die Signale Ihres Gegenübers achten, wie Sie einer Person, mit der es vielleicht schwerfällt, ihr etwas zu essen zu geben, besser das Essen zu geben, sodass diese auch vernünftig sich ernähren kann. Sie kommen von dieser Fortbildung zurück und geraten aber in ihre angestammten Rahmenbedingungen, in denen es überhaupt nicht möglich ist, sich mehr als 2 oder 3 Minuten Zeit zu nehmen für eine Person, weil sie am Nachmittag nur alleine oder zu zweit sind für 30 oder 35 Personen. Da stellt sich natürlich die Frage, wem nutzt diese Fortbildung etwas und vor allen Dingen, schadet sie nicht vielleicht sogar? Das heißt, sie gehen jeden Tag jetzt zu ihrer Arbeit, wissen, wie es eigentlich gehen könnte und wie sie etwas für die Menschen tun können, was sie auch gerne wollen, aber sie haben überhaupt nicht die Rahmenbedingungen, um das zu tun. Das wäre ein Beispiel dafür. Darüber unter anderem möchte ich mich halt mit dem Kollegen Christian Müller-Hergel unterhalten, hier aus dem Dialogzentrum. Christian, was meinst du dazu? Ist Fortbildung unethisch? Also ich würde es nicht so deutlich sagen, aber erstmal ist natürlich die Beobachtung richtig. Ne? Also in der Literatur nennt man das ein Strohfeuer. Die Einrichtungen sind teilweise auch gesetzlich gezwungen, vor allen Dingen ihre Betreuenden, aber auch ihre Mitarbeiter in bestimmte Fortbildungen hineinzubringen. Und die werden dann ein Stück weit abgearbeitet und dann gibt es nette Nachweise, die man unterschreibt und die müssen kopiert werden und die kommen dann in die Unterlagen, damit man die bei der nächsten Prüfung vorzeigen kann. Ob damit wirklich ein Effekt entsteht, das ist sehr, sehr fraglich. Also ein Stück weit haben die eine Alibi-Funktion und ich habe das selber als Fortbildner sehr oft erlebt, dass sie zu einer, ich sag mal, vertieften Frustration und Enttäuschung führen. Ja, genau. Ja, das heißt also im Grunde genommen, anschließend habe ich das Gefühl, ich kann noch weniger umsetzen. Ich bin vielleicht sensibilisiert worden. Man hat mir was Nettes gezeigt und ich realisiere, aber das geht dann gar nicht. In dem Moment, in dem ich angefangen bin, andere Menschen bei der Pflege zu beobachten, ja, und das zu reflektieren, ist mir aufgefallen, was ich als Altenpfleger, genau, alles falsch gemacht habe. Wenn ich den Leuten aber dieses Instrument, also durch mehr Wissen sozusagen, dieses Instrument an die Hand gebe, das zu erkennen, dann komme ich wieder auf meine Eingangsthese zurück. Wie kann ich denen das an die Hand geben, wenn ich, ja, weiß, sie werden das gar nicht ändern können unter Umständen? Also eins kann man bestimmt sagen, so einzelne Fortbildungen, zu denen man Mitarbeiter schickt, ob innerhalb oder außerhalb der Einrichtung, sind in der Regel verschwendetes Geld. Sie haben eine Alibi-Funktion. Nichtsdestoweniger kann man schon sagen, dass Fortbildung auch ethisch und sinnvoll sein kann. Dazu braucht sie aber ein bestimmtes Format. Sie muss über eine längere Zeit angesiedelt sein. Sie muss mit anschließenden Follow-ups, Fallbesprechungen verbunden sein. Und es muss die Möglichkeit auch gegeben sein, tatsächlich was an den Arbeitslogiken zu verändern. Also zum Beispiel an den Zeitsystemen, an den Abläufen, an den Zuständigkeiten, an den Rollen. Es bedarf also einer Entwicklungsdynamik. Und da kann man von vornherein sagen, ohne Management geht das nicht. Das würde, wenn ich einmal da eingreife, das würde also bedeuten, dass Fortbildung nur dann Sinn macht, wenn die Organisation bereit ist, sich auch zu verändern im Rahmen von sich zu verändern, sich zu entwickeln. Und also ich kann dazu schon mal ein ganz interessantes Programm erläutern. Das ist die WELD-Studie, WHELD-Studie aus Großbritannien. Und da, es gibt so ähnliche Programme auch woanders, da bildet man zum Beispiel eher Mitarbeiter aus, die dann ihr Wissen vor Ort an die Mitarbeiter, mhm, weitergeben. Und mit diesen Mitarbeitern vor Ort entwickeln, wo sind eigentlich unsere Probleme? Wo hakt es? Und mit diesen Themen kommen die dann anschließend wieder an den Fortbildner ran. Mhm. Das heißt also, die Themen werden eher von den Mitarbeitern vor Ort entwickelt. Nicht der Fortbildner hat sozusagen ein
so seine Programme, die er da so mit seinen PowerPoints loslässt, sondern der Fortbildner macht mit den Trainern einer Einrichtung so ein Programm, wie kann ich Fragen stellen, wie kann ich herausfinden, was Mitarbeiter brauchen, wo brennt denn dann der Schuh. Die stellen das dann vor Ort fest. Und dann gibt es eine Zusammenarbeit, man könnte sagen, des internen und des externen Experten an den realen Problemen der Leute, die vor Ort arbeiten, weiterzumachen. Das ist zum Beispiel etwas, das sich sehr bewährt hat. Aber das ist natürlich etwas, was es relativ selten sowohl angeboten gibt, als aber auch genutzt gibt, dort, wo es angeboten ist, weil es natürlich mit Aufwand und auch mit sehr viel Geld zu tun genau. hat. Genau. Also man kann das nicht so von heute auf morgen machen. Ja, das ist im Grunde genommen, wenn man das so macht, wirklich eine Verschwendung von Motivation, von Energie. Und da würde ich dir recht geben, das ist im Grunde genommen unethisch. Ja. Ja, nichtsdestoweniger muss man ja in irgendeiner Weise an der Qualität der Mitarbeiter, der Arbeitserbringung, den Rahmenbedingungen arbeiten. Und da ist es eben sinnvoll, eher so ein Programm zu machen mit Nachfolgetreffen, mit Managementtreffen, mit der Ausbildung von Spezialisten, mit der Entwicklung des Milieus, der Arbeitsabläufe. Dann ergibt das Sinn. Ich würde gerne noch einen Punkt noch mal dazu sagen, aber man kann es natürlich auch so sehen, dass ich nur etwas vor Ort verändern kann, indem ich mit Leuten zusammenarbeite, die feststellen können, so geht es nicht, es müsste anders sein. Das ist ja immer dieser alte Vorwurf, den wir auch häufig von Pflegenden hören, die sagen, ja, wie können Sie uns das erzählen, dass man es so und so machen müsste? Sie wissen doch, dass es bei uns nicht geht. Und da, was also erwartet wird, dass wir sozusagen mithelfen in der Fort- und Weiterbildung, dass innerhalb der vorhandenen Strukturen es irgendwie so weiterläuft. Ja, und das kann man natürlich so machen, aber das ist natürlich nicht der Anspruch, den ich auch habe, sagen wir mal, als Fortbildner, der was bewegen will. Das heißt, wenn ich den Leuten, ich nenne es mal so, weil es mir mal eine Hausleitung gesagt hat, die hat zu mir gesagt, Herr Rüsing, Sie machen ja meine ganzen Leute rebellisch. Mhm. Ist es nicht auch die Aufgabe der Fortbildner, die Menschen rebellisch zu machen, damit sie in ihre Einrichtung gehen und dort beginnen, vielleicht etwas zu verändern oder einzufordern, was selbstverständlich sein sollte? Also ein Stück weit ist das, die Leute müssen erstmal was wissen, damit sie eine Idee bekommen, in welche Richtung sie sich verändern können. Ja. Und ich spreche da oft so von einer Entwicklung in homöopathischen Dosen. Ja? Also auf der einen Seite gibt es bestimmt kleinere Aspekte, die ich unter den Rahmenbedingungen verändern kann. Also ich nenne das mal das Schiff mitten auf hoher See umbauen. Mhm. Das geht bis zum gewissen Grad. Ja, es werden aber in solchen Fortbildungen dann eben auch Defizite im Milieu, in Schulungen, in Wissen, in Haltungen, Abläufen, in Schwerpunktsetzungen, die werden deutlich. Und da müsste es eigentlich einen Rahmen geben, wie das kommuniziert wird und wie das weitergearbeitet wird. Denn wenn ich als Mitarbeiter das Gefühl habe, an Grundstrukturen ändert sich nichts, also zum Beispiel ein großes Thema ist das Zusammenleben schwer psychisch kranker Menschen mit Menschen, die nicht psychisch krank sind. Und es gibt heftige Konflikte. Und da kann ich noch so viel nette Interventionen haben, daran ändert sich nichts. Also brauche ich hier wirklich eine andere Arbeitsweise. Nur um mal ein Beispiel zu nennen. Oder ich habe einen Speisesaal, wo ich 20, 25 Personen habe, die zusammen essen. Und es gibt am laufenden Bande Konflikte, weil es zu laut ist, weil es Crowding-Effekte gibt. Da kann ich noch so schön snuseln und validieren. Das nutzt mehr nichts. Es muss also eine Form geben, wo ich sagen kann, was könnt ihr innerhalb eurer realen Verhältnisse verändern und wo gibt es auch die Möglichkeit, über weitergehende Aspekte mit Management und Leitung zu verhandeln. Ich möchte mal ein bisschen das noch ausweiten, die Diskussion auf grundsätzlich die Idee von Fort- und Weiterbildung. Also weg von diesem Überspitzten, wenn wir die Menschen weiterbilden und die können das vor Ort nicht umsetzen, dann sei das unethisch. Ich möchte es nochmal so sagen, es wird ja häufig erwartet, da wie ich es gerade schon einmal schilderte, dass wir lediglich den Menschen etwas an die Hand geben, damit sie in den bestehenden Zuständen überleben können, so will ich es mal vorsichtig sagen. Das erinnert mich an die Diskussion, die wir häufig in der Politik haben. Ist es denn nicht auf der anderen Seite notwendig zu fordern, wie es eigentlich sein müsste, damit sich überhaupt etwas verändern kann? Wäre es nicht eher unethisch, sozusagen dafür zu sorgen, dass es so weiterläuft, wie es jetzt ist? Und man müsste umgekehrt nämlich eigentlich fordern und sagen, wie es sein muss und damit sich überhaupt etwas ändern kann. Ist die alte Folge von Adorno.
Ja? Gibt es ein richtiges Leben im Falschen? Meine Erfahrung ist, man muss beides machen. Ja. Also auf der einen Seite also Überlebensstrategie, ich, geben. Überlebensstrategie geben und sich auf die realen Probleme unter den Bedingungen, unter denen die Menschen arbeiten, noch einlassen. Weil ansonsten verliert man sich in Forderungen, von denen jeder weiß, ja im Moment geht das ja nicht. Und da kann man eigentlich nur einpacken und gehen. Man muss also beides machen. Und es kommt darauf an, mit wem man arbeitet und wo man arbeitet und zu wem man dort spricht. Und ich denke, es ist wichtig, zum Beispiel als Fortbildner, Systemfragen, die einem auftauchen und die vielleicht eher auf der Management-Ebene laufen, dort auch anzubringen. Ja. Also von vornherein in der Kontaktgestaltung zu sagen, also ich möchte mit Ihnen anschließend ein Auswertungsgespräch, in dem ich die Dinge anspreche, wo ich glaube, dass Ihre Mitarbeiter damit alleine nicht weiterkommen, wo sie Unterstützung benötigen. Und da muss man sagen, auch die Leitung hat ja sehr begrenzte Möglichkeiten. Die haben ja auch nur begrenzte Ressourcen. Und da muss man mit denen schauen, was können sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten tun, um den Mitarbeitern mehr Mitbestimmung, mehr Eigenregulierung, mehr Selbstwirksamkeit zuzugestehen. Das heißt also, einfach irgendwo hinzufahren, dort meine Inhalte loszulassen und dann wieder gehen, ist eigentlich schwierig. Mhm. Um das einmal ein bisschen nochmal abzurunden, würde ich gerne nochmal, also wir sind uns einig, dass es Fort- und Weiterbildung braucht, weil da sich natürlich auch die Pflege und die Versorgung verändert. Ja. Und das ist kein Beruf, den man mal einfach so macht oder wie viele glauben, ich muss nur nett sein und sensibel sein, dann kann ich auch professionell pflegen, das ist natürlich Blödsinn. Das ist das eine. Wir reden dann davon, dass es natürlich Fortbildung helfen muss, das Schiff, das gerade auf hoher See ist, nicht zum Kentern zu bringen. Mhm. Das heißt, eine Art von Notfallprogramm zu entwickeln, Tipps zu geben, auch wirklich sehr praxisnahe Tipps zu geben. Und das andere, ich nenne jetzt mal einen alten Begriff, der ein bisschen aus der Mode gekommen ist im Englischen. Und das ist sozusagen das Empowerment, was Fortbildung auch hat. Also den Leuten das Gefühl zu geben, dass mehr möglich ist und mehr möglich sein kann, was ja viele von denen, die kommen, sehr wohl wissen. Und da, womit ich zu meinem letzten Punkt komme, nämlich dem, meiner Erfahrung nach, kommen zu diesen Fortbildungen immer die Leute, die sie am wenigsten brauchen. Correct. Nämlich die Leute, die sowieso ein Interesse haben, die Menschen, die etwas verändern wollen. Ja. Aber all die vielen, die vielleicht gar nichts verändern wollen oder die sich gar nicht bewusst sind, dass man etwas verändern kann und dass so ein Beruf einem auch selbst etwas geben kann, die erwische ich nicht. Hast du eine Idee, wie wir es schaffen, auch an diese Menschen heranzukommen? Also ich glaube, da ist man als Fortbildner in seinen Möglichkeiten sehr begrenzt. Ja. Weil ich bin ja nicht der Leiter und obwohl Supervision und auch Fallbesprechung durch einen externen Menschen oft als Leitungsersatz eingesetzt wird, habe ich da gar nicht die Möglichkeiten. Was ich allerdings so präferieren würde, also was ich vorziehen würde in so einer Geschichte, das ist auch mit Management zu gucken, die Menschen, die was wollen und die vorangehen, in besonderer Weise zu fördern. Und dann entsteht nämlich etwas, dass man so als Mitarbeiter merkt, aha, also da geht jetzt es entlang und da werden Mittel und Ressourcen und Aufmerksamkeit investiert und dann werden sich einige weitere Personen in diese Richtung bewegen. Es wird immer eine Gruppe von Leuten geben, die relativ unmotiviert dabei sind, in der stationären, in der ambulanten Pflege, die dorthin geraten sind, ohne dass sie das wirklich so für sich bewusst entschieden haben. Und manchmal auch in Fortbildung geraten, und ohne es bewusst auch in Fortbildung. Und ich denke, das ist einfach so und da wird man nur marginal was ändern können. Aber was man schaffen kann, ist, dass man die motivierten Leute nicht im Stich lässt, dass man sie fördert, dass man ihnen Freiräume gibt, dass man sie in einen großen Entscheidungs- und Gestaltungsraum einräumt und damit schaffe ich eine Energie in einem Unternehmen, mich in diese Richtung zu entwickeln. Gut, das war unser Haustheater zum Thema Bildung, Fortbildung, Weiterbildung und ob Fort- und Weiterbildung unethisch ist. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Kommentare dazu schicken, wenn Sie uns neue Ideen für weitere Haustheater, also andere Themen, über die Sie gerne möchten, dass wir darüber diskutieren und uns Austausch geben. Melden Sie sich einfach bei uns, in welcher Form auch immer, per Telefon, per Fax, per E-Mail und was es alles gibt. Ja, danke schön, Christian. Und schauen Sie nochmal in den nächsten Newsletter. Da ist das Welt-Programm, von dem ich gerade gesprochen habe, nämlich ausführlich beschrieben. Und unterhalb dieses Videos, in dem Text zu diesem Video, werden Sie auch den Link dazu finden, zu der Studie finden, über die der Christian sprach. Vielen Dank und bis bald.
Bis dahin. Tschüss.